Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Bei uns heute zum Sonntag gibt es ein Schweineschinkenbraten. So sieht er aus. Und den muss ich langsam schnell servieren, bevor er kalt wird. Weil es ist nicht schön, wenn das Fleisch so lange steht, so im Luft. Und serviert man das mit den leckeren Soße, was ich auch dazu gemacht habe, in welcher auch diese Braten im Backofen wurde geschmort. Schaut ihr, was für so eine tolle Fleisch. Richtig toll. Und wird dazu serviert diese Zwiebelsoße. Richtig schön angedickt mit viel Zwiebel. Dazu gibt noch Kraut und Klöße. Und so ist das heute unsere Sonntagsessen. Und wenn ihr Interesse habt, wie bereite ich diese leckere Schinkenbraten, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Schaut, es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und die Soße ist so lecker. Das ist das Beste an dem Essen, das ist die Soße. So, liebe Freunde, ich serviere schnell mein Essen am Tisch und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Für diese leckere Braten habe ich jetzt ein Stück Schinkenbraten, 1,3 Kilo. Habe abgetöpft, ist alles schon bratfertig. Dann brauchen wir von der Gemüse so zwei schöne große Möhren, Zwiebeln, ungefähr habe ich 350 Gramm genommen. Ein Stückchen Sellerie. Sellerie in meinem Fall ist es eingefroren, da friere ich mir Vorrat ein und dann habe ich immer, wenn ich brauche, neun kleine Stückchen dazu. Dann von den Gewürzen, Gemüsebrühe mache ich dann selber. Einfach heißes Wasser und ein Esslöffel Gemüsepulver, was wir selber zubereiten. Von den Gewürzen, was wir dann in die Bratensoße geben, habe ich jetzt mir Majoran, Pfefferkörner, Lauberblätter, zwei Stück, Stückchen Chili, nicht ganz nehmen, fünf Pimentkörner und eine Nelke, gebe ich dann in Teebeutel oder kann man in so einen Teesieb auch reinmachen. Dann brauchen wir Salz, Zucker. Zum Anbraten nehme ich heute Kokosfett, sonst kann man auch ein hitzebeständiges Bratöl nehmen, etwas Balsamico-Essig, zwei solche Esslöffel Tomatenmark, zum Ablöschen noch dazu und für das kräftige Geschmack ein schönes trockener Rotwein, ja, auch Pfeffer, Salz und Pfeffer sozusagen. Das war's dann aber schon. Und natürlich brauchen wir einen schönen Topf mit dem Deckel. In meinem Fall nehme ich meinen Gusstopf, in welchen backe ich gerne Brot, weil wir werden unsere Braten im Backofen zubereiten. So, als Erste werde ich jetzt mal Gemüse klein schneiden, dass wir dann können an Herd gehen und ohne Pause an Herd arbeiten. Erstmal mache ich die Hälfte. Wie ihr das schneidet, ist natürlich überlassen. Aber ich lasse es in die Soße und wenn ich Fleisch serviere, kommt auch Gemüse auch mit auf den Teller. Das werden die auch Gemüse etwas hübsch geschnitten. Mache erstmal in eine Schüssel und schneide noch eine. Die Möhren sind schon geschält. So, Möhren haben wir fertig klein geschnitten und jetzt die Zwiebel. Den Zwiebel habe ich schon so geschält, dass hier, wo das Wurzel sind, nicht zu tief abgeschnitten. Und so eine kleinere Schalotte lasse ich die ganz. Und diese rote Zwiebel habe ich auch so geschnitten, viertelig, dass er vielleicht nicht so ganz stark auseinanderfällt. Sozusagen, dass hier ein Wurzel fester hält. Ein weißer. Habe ich alle Reste verschnippelt. So, die große kann ich auf 6 teilen. So, den Zwiebel haben wir auch fertig. Und jetzt müssen wir noch Sellerie schneiden. Sellerie schneide in kleinere Würfelchen. Aber wirklich schön fein klein. Und diese Farbe von Sellerie ist nicht schlimm. Ich habe die vorher schon geschält, sauber gemacht und in Stücken angefroren.
Und das ist die typische Farbe von Sellerie. So richtig schöne, so kleinere Würfelchen. So, Sellerie habe ich auch klein geschnitten und ich friere meistens auch so ein paar Zweige bei den Sellerie, so ein für einen Horn, und lasse die richtig so ganz. Wenn ich dann fertig gekocht habe, dann kann ich die besser aus der Soße einfach so rausziehen und wegmachen. So, und jetzt gehen wir ans Herd und bereiten wir unser Essen vor. Stellen wir unseren Topf auf den Herd und geben wieder hitzebeständiges oder Öl, und in meinem Fall habe ich einfach Kokosfett genommen. Lassen es richtig heiß werden und werden wir unsere Braten von beiden Seiten knusprig anbraten. Den Braten, wie ihr merkt, habe ich nicht gewürzt. Einfach so wie er ist, werden wir von beiden Seiten richtig scharf anbraten. So, prüfen wir Fett. Hier am Holz, es sprudelt schon, dann ist er auch heiß. Geben wir jetzt unsere Braten rein. Wir müssen nur scharf anbraten, dass die Poren von dem Fleisch schließen. Und das Braten bleibt dann saftiger. So, schauen wir und drehen wir unsere Braten. So. Dass sie auch von der anderen Seite genauso eine goldene Farbe annimmt. Entschuldigung, aber ich musste mein Absaugen anmachen, weil es raucht ganz schön. Jetzt ist unser Braten von allen Seiten angebraten. Werden wir ihn rausnehmen in die andere Pfanne einfach oder Teller. Erstmal, und da kommen die jetzt gleich in unsere Zwiebeln und den braunen Zucker zum Karamellisieren. Bisschen vorsichtiger mischen, dass nicht zu toll an unserer Zwiebeln kaputt geht, und lassen wir kurz den Zucker sozusagen schmelzen, karamellisieren. Mein Herz die ganze Zeit fast auf volle Hitze ist an. Dass es nicht schmort, sondern wirklich alles schnell passiert. So sieht es so aus. Wirklich, nur ein paar Minuten. Da sieht man schon, dass die was auseinandergefallenen Zwiebeln, die werden schon langsam gleich. Zucker ist geschmolzen. Nehmen wir den Zwiebel auch raus. Es darf nicht verbrennen. So, gleich hier kommen jetzt unsere Gemüse rein. Das sind Sellerie, Möhren. Kurz umrühren hier. Durch das Gemüse jetzt gleich Saft geben, wird der Zucker, restliche Zucker, was in die Pfanne ist, gleich geschmolzen und in die Gemüse reindrinnen. Hinterher können wir gleich schon die Tomatenmark reingeben. Kann später mit Gemüsebrühe abspülen. Und werden wir erstmal unsere Gemüse anbraten. Schaut, meine Pfanne hat überhaupt kein Fett mehr drin. Und wir sollen unsere Gemüse so ein bisschen anbraten. Und da haben wir dann unsere schöne dann Soße. So, meine Lieben, ich habe jetzt 5 Minuten, kann man sagen, in trockene Pfanne gebraten. Und jetzt kommt auch diese angebratene Geruch von dem Tomatenmark, und bevor das alles verbrennt, werden wir jetzt ablöschen mit dem Wein. Macht ihr nicht gleich komplette Wein rein. Macht es so, dass ihr vielleicht in 3 Teile das aufteilt. Wir brauchen ungefähr fast halbe Flasche. Oder wenn ihr das Wein nicht mögt, könnt ihr natürlich noch einen dunklen Weintraubensaft nehmen. So, schaut jetzt, es wird ziemlich schnell verdammt. Und so brauchen wir das und geben wir dann den nächsten Schluck. Und werden wir wieder das einkochen. Dass die Wein wird reingezogen in die Gemüse, werden dann eine schöne dunkle Soße haben. Und Backofen könnt ihr schon auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder auf 160 Grad Umluft anmachen. Lieber auf den langsamer Stufe und längeres Schmoren habt ihr ein schönes weiches Fleisch. Schaut, beim zweiten Mal ist auch schon alles verdammt, und geben wir nochmal.
welche schöne ordentliche Schuss. Schaut, so viel habe ich rausgenommen. Fast halbe Flasche. Es kommt darauf natürlich, wie groß eure Stückchen Fleisch ist. Und lassen wir das alles wieder einkochen. Schaut, wie schön das Köchel richtig schön wird, so dick und sinnig. So, in dieser Zeit, bis das es einkocht, können wir schon unsere Teebeutel füllen mit den Gewürzen. Wie gesagt, 2 Loba-Blätter, 5 Pinienkerne und eine Nelke. Von den Chili nehme ich nur so ein Stückchen, weil es wirklich sehr scharfe Chili. Die Beutel mache ich mit dem Zahnstocher zu und dann, wenn es fertig ist, hole ich ihn raus. Ach, wir haben vergessen die Pfefferkörner, das ist das aber wichtig. Von den Pfefferkörnern nehme ich so ein Teelöffel. Jetzt haben wir alles drin. Schauen wir unter Gemüse. Es brutzelt noch. Und wie gesagt, die Wein muss eingekocht sein. Fast in die Pfanne soll nichts da sein. So, und bereiten wir jetzt noch unsere Brühe. Einfach Wasser und ein Esslöffel Gemüsepulver. Einfach auflösen. Schaut ihr, was für so eine schöne Farbe haben wir. Und unser Wein ist fast schon verkocht. Jetzt werden wir auch unser Fleisch von beide Seiten kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Richtig schöne, ordentliche Portion. Und von beide Seiten umdrehen und aufwürzen. So, Fleisch haben wir gewürzt. Schauen wir wieder nach unserem Gemüse. So, schaut ihr, der Wein schon angekocht. Es ist fast nichts da, aber unsere Gemüse. Schaut ihr, was für so eine tolle Farbe haben wir angenommen. Perfekt. Jetzt können wir unsere angerührte Gemüsebrühe, in meinem Fall habe ich noch halbe Liter hier angerührt. Wenn es wenig wird, kann ich dann einfach nur Wasser dazu geben. Einen Schliff gebe ich jetzt hier rein. So, die Soße kocht schon auf. Legen wir unser Stückchen Fleisch da rein. Verteilen wir die Zwiebeln drumherum. Hier ist noch ein bisschen Zucker. Da gebe ich einfach aus Wasserkocher etwas Wasser und löse das auf. In die Pfanne gebe ich auch noch Wasser, wo unser Fleisch gelegen, dass ich die Pfanne auch auswaschen kann, weil es ist viel da Gewürze noch drin. So. Den Teller auswaschen, die Zuckerstückchen kommen mit von der Pfanne, auch die Pfeffer und Salz, was daneben gefallen ist, kommt auch mit. Unsere Gewürzbeutel drücken wir einfach in die Flüssigkeit. Drumherum verteilen jetzt unsere Balsamico-Essig. Dann habe ich noch mein Schälchen mit dem Tomatenmark, das muss auch rein. Die grüne Sellerie verteile ich auch so drumherum. Und was ich mag persönlich bei den Schweinebraten, das ist Majoran ein bisschen. Aber das ist natürlich Geschmackssache und da könnt ihr selber anpassen, ob ihr das wollt oder irgendwelche Fleischgewürze nehmt. Aber das Fleisch gibt selber auch genug Geschmack, deswegen alles ist gut. Wenn das gekocht ist, können wir das in unserer Soße dann probieren. Werden wir sowieso noch eindecken und dann schauen wir, ob wir noch hier Salz brauchen oder welche Gewürze. So, es köchelt schon. Ich mache den Herd aus, den Deckel zu und gehe das jetzt in vorgeheizte Backofen bei 180 Grad ungefähr für 1,5 Stunde. Es sagt man, pro Kilo Fleisch braucht man 1 Stunde schmoren. Ich hatte 1,3, ungefähr wird 1,5 Stunde im Backofen. Ich stelle auf die untere Schiene. So, wenn es fertig wird, sehen wir uns wieder. So, nach 1,5 Stunde habe ich jetzt meinen Braten rausgeholt und schauen wir jetzt rein, weil ich habe auch nicht mal reingeguckt. Aber ich finde, 1,5 Stunde ist es reichlich. Oh, sehr gut. Diese Gussentopf ist so schwer. Schaut ihr, wie toll sieht das aus. Wow, wow, wow. Richtig toll. So, holen wir erstmal unsere Gewürzbeutel. Ist schön
an die Zahnstocher festhalten und dann auch diese lange Sellerieblätter, Zweige besser zu sagen, nehme ich die auch immer raus. Bevor wir das alles vermischt, dann muss man suchen. Sonst kann man das alles jetzt rausnehmen, was wir wollen rausnehmen. So, nehmen wir unsere Braten jetzt auf die Platte. Schaut ihr, wie kugelrund ist der. Kann man auch mit den Alufolie auch abzudecken, bis dass wir jetzt unsere Soße andecken. Mache ich jetzt den Herd an. Und andicken werden wir einfach mit den Speisestärke. Mit Speisestärke ist es einfacher, weil wir müssen dann nicht zu doll viel rühren und einfach tropfenweise dazugeben. Und können wir immer uns so in portionsweise anrühren. Wenn ich jetzt so für diese Menge 2 Teelöffel Speisestärke nehme und rühre es mit dem kalten Wasser ein. Nicht zu viel Wasser, nur Hauptsache, wir können unsere Speisestärke anrühren. Es ist alles heiß, es wird sehr schnell schon aufgekocht. Schaut, es kocht schon und können wir jetzt tropfenweise Speisestärke geben. Leicht immer umrühren, das sieht alles toll. Schaut ihr nach den Zwiebeln, wie toll sind die Zwiebeln. Es wird ein richtiges Sonntagsessen. Und immer nur ein bisschen dazugeben. Und lassen zu aufkochen und dann merkt ihr, ob ihr noch braucht oder nicht. Ja, ein bisschen muss ich noch dazu geben. Dann rühre ich mir noch ein Teelöffelchen ein. So, ich habe nur noch ein Teelöffelchen dazu gegeben und jetzt die Konsistenz von der Soße perfekt. Jetzt probiert ihr eure Soße und schmeckt ihr nach eurem eigenen Geschmack ab. Ich gebe noch ein bisschen Salz. Es ist mir etwas zu wenig Salz. Rest passt perfekt. Ich kann mein Herd jetzt ausmachen und ich möchte gerne euch zeigen natürlich, wie sieht unser Braten aus. Dafür gehen wir ans Tisch. So, so sieht unser Braten aus und jetzt sieht man, dass die Fasern gehen so. Und dass wir dann nicht so große Scheiben schneiden, schneide ich erstmal auf die Hälfte. Und nehme dann eine Hälfte auf dem Brettchen und schneiden wir dann Gegenfaser. Es ist sehr, sehr heiß. Schaut, meine Lieben, wie toll sieht das aus. Richtig schön. Jetzt probiere ich ein kleines Stückchen. Richtig lecker. Schöne Schärfe, richtig toll schmeckt dem Fleisch. Und jetzt serviert man das auf den Teller mit diesem Gemüse, was wir in Soße haben und mit den Zwiebeln. So, liebe Freunde, ich muss schnell wie möglich mein Fleisch am Tisch servieren, bevor er kalt und trocken wird. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach und bis zum nächsten Mal. Tschüss!